und der Kamin hier. So, was hatten wir noch? Gemälde, Gemälde, Loch in der Wand, Trümmer. Na komm, David, lauf mal ein bisschen schneller. Grundgütiger, das sieht ja schlimm aus. Und das Loch hat eine sonderbare Form. Was das wohl war? Wir können irgendwas damit benutzen. Das habe ich befürchtet. Die Diskusscheibe passt genau in das Loch. Was geht hier nur vor sich? Okay. Ich kann's kaum glauben, aber die Löcher in der Wand passen genau zur Diskusscheibe. Ich kann mir da gerade keinen Reim drauf machen. Ach, er nimmt sie wieder mit. Was hier passiert ist. Irgendjemand ist verletzt, tot. Nee, wahrscheinlich eher verletzt. Es war ja doch ein Krankenwagen. Und hat mit einer Diskusscheibe geworfen? Diese Vorfälle werden ja immer schlimmer. Kann Lauras Energie wirklich etwas damit zu tun haben? Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Lauras Energie zu tun hat. Da blutet einem ja das Herz. Das hatten wir schon. Irgendwas, was wir jetzt noch nicht angeklickt haben. Gemälde, Gemälde, Trümmer, Gemälde, Pokal, schwerer Tisch. Dieser schwere Holztisch ist in zwei Teile zerbrochen. Man kann sich ausmalen, was für eine enorme Kraft das verursacht haben muss. Das ist Detective Inspector Pacer. Und wir können sogar mit ihm reden. Das ist natürlich schön. Der wird uns ja hier einiges erzählen können. Hoffe ich doch. Inspektor. Dr. Stiles? Ich war überrascht, als Sie neulich wie aus heiterem Himmel angerufen haben. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Was ist hier vorgefallen? Das ist die große Frage. Anscheinend wurde der Saal von Geschossen oder so etwas in der Art förmlich bombardiert. Laut Zeugenaussagen waren diese Geschosse sehr schnell und haben das Geschirr beim Eintreffen regelrecht auseinandergerissen. Aber niemand kann genau sagen, was es wirklich war. Und in den Trümmern haben wir nichts gefunden. Das ist verdammt merkwürdig. Wurde jemand verletzt? Gott sei Dank wurde niemand getötet. Aber mehrere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Bericht schreiben soll. Um wie viel Uhr ist das passiert? Warum fragen Sie? Nur so. Diese Geschosse, waren das vielleicht Gummikugeln oder etwas Ähnliches? Wurde etwas in den Saal geschleudert oder geworfen? Das müssen große, schwere Gegenstände gewesen sein. Sehen Sie sich mal die Löcher in der Wand an. Einer unserer Forensiker meint, es könnten vielleicht ungewöhnlich große Hagelkörner gewesen sein. Allerdings ist nirgends Wasser. Verdammt, der Saal ist knochentrocken. Wie sollen auch hier riesig große Hagelkörner reinkommen? Das wäre ja schon sehr merkwürdig. Es waren die Diskusscheiben, auf jeden Fall. Hier haben wir nur noch Gemälde. Dann gucken wir doch mal, irgendwas müssen wir hier noch machen können. Mich würde mal interessieren, ob wir jetzt auch mit den Studenten sprechen können. Vor allem mit Angela. Angela, ist alles in Ordnung? Oh, David, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ja, das ist wahr. Das muss sie ja ganz schön mitgenommen haben. Kennen Sie jemanden, der verletzt wurde? Nein, aber es ist unsere Schuld. Angela, beruhigen Sie sich. Wir wissen nichts über die Ursache. Aber es ist unsere Schuld. Es war Sam. Sie ist diejenige, die uns da alle mit reingezogen hat. Es ist ihre Schuld. Wenn jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss, dann ich. Ich hätte das Experiment abbrechen müssen, als klar war, dass etwas... Gott, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber Sie verstehen nicht. Sam hat uns alle angelogen. Sie studiert nicht mal hier. Was? Oh, oh. Was? Jetzt kommt's raus. Aber was ein Zufall auch wieder, dass ausgerechnet sie hier vor der Tür steht. Ich werde jetzt mal mit dem Typen hier sprechen, sofern das funktioniert. Eine meiner Studentinnen heißt Samantha Everett. Ich glaube, sie ist hier im Wohnheim untergebracht. Könnten Sie bitte mal nachsehen? Der Name sagt mir nichts.
Nein, Sir. Wir haben keine Person mit dem Nachnamen Everett in St. Edmund Hall. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchem College sie ist? Ich sehe mal in der Universitätsdatenbank nach. Sie könnte auch unter dem Namen Sam Everett aufgeführt sein. Ich habe hier nur eine Marjorie und einen John Everett aus St. Dominic bzw. Wales. Oh mein Gott. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Nein, vielen Dank. Und jetzt geht er nämlich davon aus und alle anderen gehen davon aus, dass es tatsächlich Sam war. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Und zwar, warum tust du es dann trotzdem? Und zwar angezettelt von Angela, nur weil sie den Verdacht von sich... Ich wüsste nicht, warum ich mir die alten Zimmer anschauen soll. Vor allem nicht heute. Okay, dann lass es doch einfach da hochzugehen. Nee, aber ganz ehrlich, die will doch nur den Verdacht von sich ablenken. Das ist doch so offensichtlich jetzt mittlerweile. Ein Abstecher in den Fitnessraum ist nicht nötig. Okay, David, ich habe es verstanden. Aber warum gehst du dann immer dahin? Ich bezweifle, dass es in der Schwimmhalle noch irgendetwas zu sehen gibt. Aber es ist schon merkwürdig, dass sich die meisten Vorfälle in St. Edmund Hall ereignet haben. Gut, mit ihm können wir nicht mehr reden. Was haben wir hier überhaupt? Im Labor, okay, Verdacht gegen Samantha, Schrecken im Speisesaal. Wo ist sie jetzt? Gut, ich denke mal Schrecken im Speisesaal. Damit haben wir alles im Speisesaal erledigt, oder? Ich gucke nochmal eben, ob hier vielleicht was Neues ist. Nee, ist es nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück nach Hause und gucken auf den Plan für heute. Er hat doch da immer seine schöne Tafel. Und vielleicht kommen wir dann schon weiter. Aber wie blöd, auch von Sam, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wie blöd von ihr, ausgerechnet an dem Tag, beziehungsweise dann am Tag danach anscheinend, ausgerechnet dann abzuhauen. Ich meine, es ist doch klar, dass der Verdacht dann auf sie fällt. Oh, hier sind mehr Buchstaben zu sehen. So, 17.10. 10 Uhr, das hatten wir schon. Das hatten wir alle schon. Wie es aussieht, haben wir auch nichts mehr zu tun hier. Impos. I-M-P-O-S. Impossible? Versucht sie mir zu sagen, dass es unmöglich ist, durchzukommen? Wer weiß. So, das haben wir uns ja eigentlich auch alles schon angeguckt. Sehr geehrter Dr. Stiles, ja, das hatten wir schon. Kamera, war die schon immer hier? Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Das ist eine sehr gute Idee, David. Sehr schön. Da wäre ich von alleine natürlich auf gar keinen Fall drauf gekommen. Videos. Hat sich da jetzt irgendwas geändert? Nach wie vor erscheint Laura hier. Nein. Heute wäre... Ich verbringe Brot... Okay. Ich habe beschlossen... Das sind alles die Sachen, die wir schon hatten. Was will er denn da noch groß angucken? Ah, erstellt von Sam Everett. Okay, weil das jetzt so viel ist, werde ich das wieder so machen, dass ihr ein bisschen Zeit habt, auf Stopp zu drücken. Ich überfliege das auch gerade nochmal so. Okay, das ist das mit Eddie. Vorfall in der Schwimmhalle. Die Augenzeugin schätzt die Uhrzeit. Okay, ach, das war es doch schon. Das ist der Experimentenplan. Kraftsport, Fitnessraum gehen, Timmons Park, Hürdenlauf. Okay, das ist ja... Das haben wir ja dann nicht gemacht. Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Ach, okay, drucken. Ich nehme es mit rüber. Alles klar, okay, er nimmt es mit rüber, das ist sehr schön. Ach Gott. Okay, das ist also tatsächlich Fakten über das menschliche Hirn. Das Großhirn, das Korpus, das Ataiso Interhalamika. Oh Gott. Also mit Medizin kenne ich mich so gar nicht aus. Also wirklich, da weiß ich gar nichts. Die Zirbeldrüse.
der Pons, also wenn er das wirklich mit rübernimmt, gut, dann können wir uns das später auch nochmal durchlesen. Der Thalamus. Okay, Bilder haben wir sonst keine mehr. Scannen müssen wir gerade auch nichts. Hat er das auch wirklich dabei? Ja, hat er. Das könnte mir beim Bild des Gehirnscans aus dem Experiment weiterhelfen. Ach so, also hat er die Texte jetzt gar nicht mitgenommen? Aber gut, wir können ja erstmal gucken, ob wir auch so irgendwie weiterkommen. Weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass ich mir diese ganzen Sachen wahrscheinlich niemals merken kann, die da drin stehen. So, Sitzung 3. Müssen wir das jetzt auch wieder so hinkriegen, dass hier diese Störung kommt? Boah, um wie viel Uhr war das denn nochmal? Das war um 11.35 Uhr, könnte das sein? Ich meine, ich weiß noch, da hat Sam auf die Uhr geguckt. Ich meine, da stand 23.35 Uhr. Ich probiere das einfach. Okay, anscheinend ist 35 falsch oder 40 vielleicht? Nee, okay, das bringt uns auch nicht weiter. Sitzung 1. Das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich das überhaupt nicht mehr weiß. Ich weiß das von dem zweiten aber noch. Das war 11.42 Uhr. 42 und? Was? Was ist das? Genau. Können wir das jetzt irgendwie benutzen damit? Nein, können wir nicht. So vielleicht. Okay, ich glaube, dass wir Gray Matter, White Matter, ich glaube, dass wir dazu wirklich die Dateien auf dem PC wirklich lesen müssen, um hier in irgendeiner Art und Weise weiterzukommen. Und wir müssen die anderen beiden Uhrzeiten wissen. Da werde ich aber niemals von alleine drauf kommen und alles auszuprobieren hier. 4 Uhr, das dauert ja auch ewig. Da würde ich dann wahrscheinlich, das würde ich in der nächsten Aufnahme machen, nachdem ich mir dann meine Videos nochmal angeguckt habe. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt erst ein paar andere Sachen, und zwar mit Miss Dalton reden. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir könnten ja auch mal versuchen, in den Turm zu gehen, aber das wird ja wahrscheinlich nicht klappen, weil er den Schlüssel nicht hat. Den hat ja die Sam dabei. Hallo? Alles in Ordnung? Ja, danke. Erzählen Sie mir von dem Abend, als Sam hier angekommen ist. Was ist los? Sagen Sie mir einfach, woran Sie sich noch erinnern. An dem Abend hat es wie aus Kübeln geschüttet. Sie war pitschnass und hat wie eine wandelnde Leiche ausgesehen. Das war vielleicht ein Anblick. Ich habe sie nach oben gebracht, damit sie erstmal aus ihren nassen Klamotten rauskommt. Danach ist sie ins Bett gefallen und hat geschlafen wie ein Murmeltier. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Was hat sie gesagt, als sie die Tür aufgemacht haben? Dass sie die neue Assistentin ist, natürlich. David, was ist denn los? Sobald ich das weiß, erfahren Sie es als erstes. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich mag das Mädchen. Ja, die Trojaner haben sich auch erst köstlich über das Pferd amüsiert. Was mir übrigens gerade noch einfällt, was ist mit der anderen Assistentin? Also mit der, die plötzlich mitten vor der Tür verschwunden ist. Was ist mit der passiert? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wirklich Angela für das alles verantwortlich ist. Sag ich jetzt mal einfach so, wobei es auch jeder andere sein könnte. Wenn Angela dafür verantwortlich ist und nicht wollte, dass David eine neue Assistentin bekommt, hat, weiß ich nicht, hat sie deshalb vielleicht die alte vertrieben? Oder war sie das? Oder war das Angela, die sich als Assistentin vorstellen wollte? Boah, ich weiß nicht. Ich guck mich jetzt erstmal hier um. Houdini, na Mensch. Was hat denn dein Frauchen wohl vor? Was für ein Brocken.
Laura hätte ihn gemacht. Ja, ich mag ihn auch. Und ich habe am Anfang des Spiels echt gedacht, dass wir viel mehr mit dem Houdini machen müssen. Ich habe gedacht, der, weiß nicht, gehört so immer dazu. David, was machst du da? Deinen Handschuh zurechtziehen, so nach dem Motto, jetzt ist das blöde Karnickel aber dran. So, können wir uns hier... Ja, wir können mal ein bisschen schnüffeln. Das ist doch immer schön. Warum hat sie ihren Rucksack hier gelassen? Und warum habe ich nur ein Blackscreen? Ah, jetzt. Morbide Literatur. Habe ich auch nicht anders erwartet. Oh, der Typ, ne? Was ist das? Ach ja. Jugendamt Virginia. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Jugendamt Virginia. Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in mein Haus gelassen habe. Diese Fremde. Sehr geehrte Miss Everett, wir haben seit Mai nichts mehr von Ihnen gehört. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie daran erinnern, dass Sie sich mindestens alle 6 Monate beim Sozialamt melden müssen, damit die monatliche Unterstützung in Höhe von 134 US-Dollar weiterhin ausgezahlt werden kann. Wir werden die Zahlung aussetzen, bis Sie wieder Kontakt zu uns aufgenommen haben. Beachten Sie bitte darüber hinaus, dass die finanzielle Unterstützung an Ihrem 21. Geburtstag automatisch endet. Mit freundlichen Grüßen, Joanne Walls, Leiterin der Zahlstelle Sozialamt. Jugendamt Virginia. Okay. Das ist ja höchst interessant. Dann kann er sich wahrscheinlich auch das Foto der Eltern angucken, oder? Zweifellos ihre Eltern. Gut zu wissen, dass sie welche hat. Merkt man gar nicht, ne? Dass sie auch Erziehung genossen hat. Nur eine ganz normale Pflanze. Okay, Houdini nochmal angucken. Was für ein Buch. Gut, das hat sich erledigt. Schublade. Da konnten wir mit Sam, glaube ich, gar nicht reingucken. Was machst du da, David? Du sollst nur die Schublade öffnen. Ach, schön. Er wühlt. Er wühlt. Aha. In der Luft. Helena Bogart? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ach, der Studentenausweis. Ganz offensichtlich gefälscht. Oha. Lampe? Hier ist nichts. Ich muss woanders suchen. Vielleicht im Bett? Ich will nicht ihr Bett durchwühlen. Wahrscheinlich finde ich dort sowieso nichts Interessantes. Wer weiß, David, wer weiß. So, was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben das hier, was sagt unsere Kapitelanzeige? Ach Mensch, kommen wir ja ganz gut voran. Wo ist sie jetzt? Sie ist weg. Ich bin wieder allein.